und herzlich willkommen zu einem Spiel, bei dem man überhaupt nicht weiß, wie das ausgehen wird. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es ein Unentschieden. Was wird es heute geben, Sebastian? Ja, ich glaube, Tom, dass das auch heute wieder eine ganz schwere Frage sein wird. Die Mannschaften sind einfach zu ausgeglichen, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, es wird um eine Nuance gehen, welche dann entscheidet, wer diese Partie gewinnt. Weg mit dem Ball. Ah, da steht er vollkommen frei. So, nach der Aktion können Sie erstmal wieder durchatmen. Befreiungsschlag. Ja, das war ein klasse Kopfball. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Freistoß war, das sieht der Schiedsrichter genauso. Das ist eine ganz gefährliche Position jetzt. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Flach in den Strafraum. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Flach gespielt der Ball. Und er ist drin und glauben Sie mir, man versteht hier sein eigenes Wort nicht mehr. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Da von hier oben sieht das so einfach aus, aber wenn man da unten steht, ja, aber das hat er super gemacht. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Ja, das war ein müdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Kein Problem für den Torhüter. Ganz weiter Ball vom Keeper. Ja, ich glaube, den hätte noch der Torhüter der C-Jugend gehalten. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, das sieht gut aus. Ja, da musst du erstmal durchkommen, klappt nicht. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Super gemacht. Sehr gute Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation.
Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Achtung Pfosten, aber es ist noch nicht vorbei. Ja, guter Ball über eine weite Entfernung. Und jetzt drängen sie nach vorne. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Position, aber trotzdem so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Und wir schauen uns noch mal die Wiederholung dieser Abseitsstellung an. Die ersten 45 Minuten sind fast vorüber bislang. Und hier noch keine Mannschaft, auch nur für eine Vorentscheidung sorgen. Ja, die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Zieh ab, Junge! Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Und das ist wichtig, die ganze Abwehr steht kompakt. Eins zu null und damit wissen wir, dass für die zweite Hälfte eigentlich noch alles drin ist. Ja, das ist schon merkwürdig, dass das Team die Chancen nicht nutzt, obwohl sie so klar überlegen sind. Also da muss der Trainer seinen Spielern doch nochmal Mut zusprechen für den zweiten Durchgang. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Adressaten findet. Nein, diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Es gibt eine Ecke. Ja, das ist aber ein ganz einfacher Ball für den Torwart. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Und daraus könnte sich was entwickeln. So, jetzt wird's gefährlich. Was für ein Tor! Erstklassig, ein fantastisches Tor. So, und nach diesem Tor ist jetzt alles wieder offen. Erstmal raus aus dem Gefahrenbereich und dann in die Offensive. Jetzt hat er die Situation geklärt. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Da beide wollten sie an den Ball. Und jetzt kann man nur die Daumen drücken. Hoffentlich ist nichts weiter passiert. Los, schieß, Junge. Ja, krasse Abwehr des Keepers. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. So, jetzt hat er Platz. Foul, ganz eindeutig und auf Foul folgt Freistoß. Ja, das war ordentlich, aber unterm Strich halt doch keine Gefahr für den Torhüter. Das ist ein guter Abschluss und weit fliegt er auch vom Torwart hinaus auf den Flügel. Ein böses Foul, das musste Freistoß geben. War etwas ungestüm in dieser Aktion. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Ja, ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung.
der Mitte warten. Ja, und den hat er soeben noch dem Stürmer vom Schuh gebitzt. Ein perfekter weiter Ball. Also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hochzufrieden, wie seine Hintermannschaft steht. Weit nach vorne gepasst. Und dann wird die Situation gut eingeschätzt. Klasse Reflex des Torhüters. Ja, das sieht gut aus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also Achtung, jetzt brennt's. Und er gibt hier den Strafstoß. Das darf bei diesem Spielstand einfach nicht passieren. Absolut indiskutabel. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er, dann den Elfmeter schießt er weit am Tor vorbei. Schade. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ich sehe mal, dass sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da wird jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung geben. Ja, und das war einer für die Tribüne. Was für eine Reaktion des Keepers. Na, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Klasse, wie er den freien Mann sieht. Super Pass. Gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers. Und deswegen kam er noch rechtzeitig dazwischen. Das war schon ein klasse Zuspiel. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und jetzt haben sie die Torgelegenheit. Jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeigt ich da eine Karte oder nicht? Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz auch sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und das wird jetzt wohl zumindest. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Ja, und der Kopfball hat jetzt erstmal die Situation geklärt. Und damit öffnet er das Spiel. Ah, wunderbar gesehen. Und das war eine Glanzparade des Keepers. Und eins kann der Keeper natürlich selbst einschätzen. Das war eine Parade genau zur rechten Zeit. Da und der Torhüter drischt den Ball über das Feld. Eine Minute Nachspielzeit wird angezeigt. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Und dieses Spiel endet hier am Ende Remis. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.